Willkommen zurück, liebe Freunde. Leider Gottes ist meine letzte Aufnahme abgebrochen worden. Leider durch meinen eigenen Fehler. Naja, so zum Teil eigentlich. Aber das macht uns nichts, denn wir haben... Also ihr habt nicht viel verpasst im Endeffekt. Ich habe einfach nur hier ein paar Schwerter gecraftet, hier eine Eisenschaufel, Eisenspitzhacke und eine Diamantspitzhacke. Dann war ich kurz in der kleinen Höhle am Anfang noch und habe 4 Eisenerz mitgenommen. Also mehr habt ihr nicht verpasst, Freunde. Das heißt, wir gehen auch direkt weiter. Wir Gamer haben es halt einfach nicht leicht. Da muss man wirklich mal sagen, da müssen wir halt einfach durch. Und ich habe jetzt wieder die Zahl endlich von Frapstar stehen, weil wenn man Vollbild macht, also F11 drückt zum Beispiel, dann verschwindet einfach mal so die Frameszahl. Und das finde ich scheiße. Und das ist mir passiert. Ich habe dann einfach Aufnahme gedrückt. Habe mir gedacht, ach komm, scheiß drauf, was soll's. Ich meine, wird schon klappen. Aber es wird nicht klappen. So einfach ist die Geschichte. Also ich bin hier lang gelaufen, dann hier hochgeklettert. Hier habe ich einen legendären Fight gegen ein Skelett gehabt. Muss man ja mal sagen, es war mehr als legendär, so... Er hat mir zwar aufs Maul gehauen, aber das macht gar nichts. Ich habe dann zurückgeboxt wie so ein Wahnsinniger, dann habe ich ihm meine Spitzhacke ins Auge gerammt. Dann fiel mir auf, scheiße, der hat gar keine Augen. Ja, dann habe ich einfach das Schwert ausgeholt und dann habe ich ihn halt volle Kanne in den Rücken gehauen. Ja, so einfach ist die Geschichte. Freunde, das war ein Kampf, du, der war legendär, du, ich sag's euch. Ist auch uninteressant. Wir gehen jetzt erstmal hier lang. Hier wollte ich nämlich normalerweise lang. Ihr seht ja auch, hier ist die Fackel. Wenn ihr die anderen Videos guckt, dann seht ihr, die war da nicht. Die kam erst jetzt hinzu. Ich höre auf jeden Fall schon mal einen Zombie. Und da hinten ist ein Creeper. Alles klar. Das heißt, wir machen jetzt mal ein bisschen Let's Fight. Was ist los mit euch? Bam, 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 bam. Hilfe. Aua. Fucking Creeper, Alter. Was gehst du für Wege? Kannst du Parkour oder was? Bitch. Vor allem so ein Schneecreeper hier unten. Das ist die Logik eines anderen, ne? Also mein Plan, was ich ja eigentlich mal gesagt hatte, in der anderen Aufnahme war, ich würde gerne mit euch ein bisschen Eisen abgreifen, selbstverständlich Obsidian mitnehmen und heißt es überhaupt Obsidian? Keine Ahnung, ich glaube schon. Ich bin da nicht so besehrt in den ganzen Namen, das ist nicht so mein Ding, das können andere viel besser. Aber ist ja kein Problem. Ja, scheiß Trickwasser, du. Mal hier gucken, hier ist nichts. Obwohl, hier könnte was spawnen, also hau mir hier eine Fackel hin. Selbstverständlich nehmen wir auch hier das Eisen mit. Also da lassen wir uns mal wieder gar nicht lumpen. Da kennt der Master nix, du. Und eigentlich habe ich ja in einer schönen Abenteuerstimme geredet, so. Willkommen zurück, lieben Abenteurer. Und das war gerade so ein beschissenes Deutsch, ich weiß auch nicht. Und wieso sage ich eigentlich immer wieder willkommen zurück? Denn es kann ja auch sein, dass andere neu hinzugeschaltet haben. Das heißt, herzlich willkommen an alle neue Zuschalter. Das war doch mal eleganter, oder? Was meint ihr? Ach, Freunde, wenn ich wüsste, so was hier abgeht. Toll, die erste Schaufel. Ach, die erste Spitzhacke hat Tschüss gesagt. Ist kein Problem. Lassen wir uns nicht beirren. Wäre auch normalerweise schön, wenn wir ein bisschen Stein mitnehmen, weil ich habe ja eigentlich noch einen Schrein vor, wofür wir sehr viel Stein brauchen werden. Aber irgendwie hole ich nie was. Tja, mal sehen, eventuell benutzen wir sogar die Diamantspitzhacke. Die Diamantspitzhacke, jetzt habe ich es. Um halt mal Steine zu kloppen. Wenn wir mehr Diamanten finden, dann ist okay. Wenn nicht, dann scheiße. Wir müssten auch eh mal unsere Sachen verzaubern. Oh. Das ist ja jetzt ein bescheidener Weg. Kommen wir hier irgendwo weiter? Komm schon! Bei unserem Glück. Oh! Yibi! Yeah! Das ist geil. Das freut mich jetzt. Jetzt wir mal hier eine Fackel hin. Können auch hier ein bisschen mehr Eisen mitnehmen. Eigentlich müsste ich ja mal nach unten. Ich laufe immer trotzdem weiter hoch. Ah, Freunde, wenn das nicht ein Zeichen ist. Wir kommen immer weiter runter. Das ist doch richtig schön. Und irgendwie habe ich das Deutsch sprechen verlernt. Ich weiß auch nicht. Ich habe das Gefühl, ich laber nur noch hier. So halbes Deutsch. Aber ist ja auch egal. Auch halbes Deutsch ist Deutsch. Das zählt. Und fertig aus. Gut ist es. Sehr viel Eisen nehmen wir schon mal mit. Das ist schon mal sehr praktisch. Mein Ziel war ja wirklich eigentlich nur Obsidian und halt Steine abkloppen. Kann man eigentlich ja mal ein bisschen machen. Gewöhne ich euch immer ein bisschen langsam dran, dass ihr denkt, oh, hier Master, du klopfst hier nur Steine, Mann. Das ist voll scheiße, Mann. Halt doch mal auf, mach doch mal irgendwas anderes oder so. Ja, ihr habt ja auch recht, das ist ja auch langweilig. Aber ich sag euch ganz ehrlich, ich guck's am liebsten, wenn Leute irgendwas umschaufeln oder wirklich Steine kloppen.
Ich weiß nicht warum, ob ich da irgendwie pervers drin bin oder so. Aber das gucke ich mir ganz gerne an. Hallo? Vielleicht finden wir auch irgendwo einen Spawner. Ich habe ja immer noch die Hoffnung. Zumindest höre ich hier 1000 Viecher. Und Digga, irgendwie, keine Ahnung, dein Gehirn, das scheint nicht mehr ganz arg intakt zu sein. Aber das interessiert ihn nicht. Gut, wir haben es ihm gesagt. Er will nicht auf uns hören. Pech. Den Weg ein bisschen breiter machen, damit ich abhauen kann am besten. Hier ist nichts. Einfach mal hier reinkramen oder so. Mal kurz gucken. Na, er hat das schon mal ein erstes Überlebenszeichen. Und nichts. Natürlich nicht. Warum sollte er auch? Arschlöcher. Uninteressant. Moment, den Stein nehmen wir auch noch mit. Der stört. Ach, ich bin auch so ein Ordnungsfetischist hier in dem Spiel. Ah, habt ihr das gesehen hier? Das war alles geplant. Also das war jetzt hier kein Zufall oder so. Das ist alles auf höchstem Maße so ausgegangen, wie ich das haben wollte. Oh yeah. Jetzt gehen wir mal dementsprechend hier runter. Mir fällt gerade auf, ich habe immer noch nicht mein Texture Pack umgearbeitet. Gut, ich habe auch länger nicht mehr gespielt. Das ist mal wieder sehr peinlich. Habe ich mich wieder von meinen Zuschauern blamiert hier. Aber gut, da ist jetzt, ne? Da seid ihr doch nicht sauer deswegen. Jetzt machen wir hier nochmal ein bisschen weg. Kloppi, kloppi. Irgendwie nehmen wir nur Eisen mit. 45 Eisen haben wir schon. Dann könnten wir jetzt eigentlich mal eine Rüstung craften. Irgendwann mal zumindest. Mal gucken, ob wir nochmal dieses wunderschöne Glück haben. Nee, aber ich glaube nicht. Nee, haben wir nicht. Scheißendreck. Machen wir ihn jetzt. Ich hab gehofft, das wird was. Wisst ihr was? Da wir eh Steine brauchen, kramen wir jetzt das einfach mal hier. Zweier entsprechend runter. Ah, habt ihr gesehen? Das war auch schon wieder geplant. Das war hier nicht so aus Versehen oder so. Bei Master, da läuft alles so, wie es sein soll hier. Einigermaßen zumindest. Wir leben noch, also könnt ihr nicht sagen, dass irgendwas schlecht läuft. So viel steht fest. Wir machen uns jetzt erstmal einen eleganten Weg hier runter. Die Betonung liegt dabei auf elegant. Hauen uns hoffentlich nicht den Kopf an. Und leider Gottes muss er jetzt hier wieder Kies sein. Ich hasse Kies wie die Pest, aber naja. Da ihr wahrscheinlich kaum was seht, mache ich euch gleich erstmal eine schöne, wunderschöne, wunderschöne, mit Liebe gemachte Fackel an die Wand. Damit ihr auch alles schön genau beobachten könnt, wie jeder einzelne Kieselstein da runterfällt. Ich meine, das ist ja die Spannung, die euch am Ende eh umhauen wird. Und weiter runter geht's. Jeha! Aber irgendwie habe ich eigentlich nur auf Stein gehofft. Was finden wir hier? Nur Erde und Kies. Ich brauche Stein und krieg Kies und Erde. Ist doch scheiße, Mann. Vor allem, wir haben ja übertrieben viel Erde eigentlich. Da ja der Master, der Größenwahnsinnige, mal wieder ein bisschen umgegraben hat, ist ja ein bisschen mehr da. Von dem ganzen Materialien. Ich hätte aber eigentlich gerne sehr viele Diamanten. Das würde mir viel besser tun. Wir sollten uns auf jeden Fall mal eine Fackel machen. Weitere. Moment. Scheiße, ich habe ja voll wenig Dings Kohle genommen. Naja. Aha. Aber das ist ausgeleuchtet. War mir da nicht. Irgendwie ja doch, oder? Tja, die Frage ist erstmal, wie kommen wir hier runter? Ah, hier ist auf jeden Fall schon mal Lava. Lava ist ungesund, deswegen ist hier auch Licht. Das erklärt natürlich einiges. Ich mache den Weg mal hier ein bisschen frei. Nein, ich stopp nicht. Ich kloppe keinen Stein, damit wir Steine sammeln, sondern ich mache euch nur den Sichtfeld frei. Ne? Nur die Sichtfeld. Nicht, dass ihr irgendwas Falsches von mir denkt. Oh, Gold. Und eine Mine. Das ist doch mal richtig Porno jetzt hier, Freunde. Jetzt aber, ne? Jetzt geht's aber rund hier. Geil. Ganz vorsichtig vorangehen. Oh, und wie viel Kohle da unten ist. Der leckt mich doch Y-weise. Wieder mal ein bisschen Stein abgekloppt. Haben wir einen Fluchtweg? Haben wir. Schön. Dann machen wir jetzt die Lava zu, bevor das schief geht. Ihr kennt mich ja. Auf Lava laufen, das habe ich voll drauf. Das ist mein Talent. Ah, die Lava geht hier runter. Und hier ist sehr viel Kohle. Das ist ja richtig geil. Das gefällt mir natürlich. Ach. Das ist ja witzig. Melonenkerne und Brot haben wir aufgehoben. Ist okay, die Truhe können wir hier lassen. Denn so einen Truhenmangel haben wir jetzt auch nicht, beziehungsweise Holzmangel. Übrigens habe ich wieder den Timbermod drin. Ich weiß es gar nicht, ob ihr das schon wisst. Wenn nicht, wisst ihr es jetzt. Denn ich habe es
Ich hab's geschafft, dass ich diese Forge installiert habe. Da ist schon ein Creeper, den lassen wir mal. Okay, der geht irgendwie gerade baden. Moment. Ja, komm, mach du Plungi, Plungi. Plungi, Plungi, habe ich gesagt, du Arschloch. Nicht explodiere, explodiere. Aha, da unten ist Obsidian, Freunde. Na, das ist doch der Hammer. Wer hätte das gedacht? Womit baut man eigentlich jetzt diese scheiß Gleise ab? Das geht immer gleich schnell, oder? Weil die würde ich eigentlich gerne mitnehmen. Wohlgemerkt. Und zum Glück haben wir hier unten noch Holz. Das ist dementsprechend auch gut, falls uns mal hier die Stickies ausgehen, wie sie so schön genannt werden. Scheiße. Scheiße, scheiße. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Da habe ich dich schon gesehen, du Schweinepriester. Da ist nichts. Ja, wir nehmen auf jeden Fall dieses Obsidian hier weg. Ah, aber hier ist auch scheiße. Wartet mal, Freunde. Ich versuche mich da jetzt mal gerade drum zu kümmern. Ja, komm schon. Jawohl. So. Wie sie trocken gelegt. Jetzt legen wir mal den Creeper trocken. Penner! Komm, explodier mal ruhig. Passiert eh nichts. Außer wir sterben. Ah! Ach du Scheiße, 5 Herzen, Alter. Das war wieder eine geniale Master-Idee von mir. Da kann man sagen, was man will, ne? Das gehörte alles zum guten Plan. Wir essen erstmal. Nom, 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 nom. Oh, Freunde, ich hab schon hier, keine Ahnung, da vergeht mir alles irgendwie. Höhlen habe ich einfach nicht drauf. Ich habe da immer sehr viel Spaß in so Höhlen, aber... Ups. Ach, genau. Das Wasser umleiten wäre natürlich auch eine kluge Idee, ne? Machen wir doch mal direkt. Geht es noch ein bisschen weiter jetzt? Komm schon. Yeah! Okay, das reicht ja auch eigentlich, weil wir brauchen ja eh nicht so viel. Also muss das erstmal weg, das muss weg, das muss weg. Dann hier noch hin. Oh, meine Fresse, so hoch ist es doch gar nicht. So. Und so. Warum ist das Wasser immer noch da? Verdammt. Kommt das hier raus? Hab ich dich, du Übeltäter? Nee, noch nicht ganz. Jetzt habe ich es aber. Okay, Fackel hin. Weil ja hier so dunkel ist, weil man ja hier überhaupt nichts sieht, ne? Kleiner schlechter Witz am Rande. Davon seid ihr ja viele von mir gewohnt. Hier können wir noch den Stein wegkloppen. Vorsichtig gucken. Ich würde das Gold gerne haben, aber scheiß auf das Gold jetzt erstmal. Wie viel braucht man? 12 Stück, glaube ich, ne? Ach du Scheiße. Ach, Freunde, können wir jetzt erstmal wieder 3 Tage kloppen. Das ist ja wieder sehr elegant. Wow, 1 haben wir schon. Hallo. Geh doch mal runter, Mann. Jetzt. 1 haben wir schon. Und bald kommt das 2. Das ist ja jetzt nicht so, als ob das lange dauern wird. Geduldet euch, Freunde. So, 2 haben wir schon abgeklopft. Jetzt kommt das 3. Ja, Wir machen jetzt eine Grundschuleübung. Das heißt, wir müssen jetzt ein bisschen lernen. So, 1 plus 1 gleich 2. Plus 1 macht wie viel, Freunde? Ihr kriegt noch ein bisschen Zeit zum Nachdenken. Shit. 3. Ja, richtig. Das war jetzt irgendwie nicht geplant, denn leider ist uns 1 kaputt gegangen. Aber 1 plus 1 plus 1 ist 3. Richtig, Freunde. Plus 1 noch hinzu. Das macht dann richtig 4. Und wenn wir jetzt 4 Äpfel haben und noch einen dazu kaufen, wie viele Äpfel haben wir dann? Und Freunde, ganz ehrlich, es tut mir leid, dass ich euch gerade mit so einem... Oh, gerade nochmal so gekriegt. Ich bin gerade... Habt ihr gemerkt, wie mir das Herz stehen geblieben ist, wie ich geschwiegen habe kurz? Ich dachte nur so... Nein. So eine Panik habe ich gerade bekommen, aber es ging gut, alles ist gut. Und wieso ist es gerade dunkler geworden? Ach so, logisch, weil wir das Lava-Loch zugemacht haben, ne? Dann hocke ich mal hier eine Fackel hin, Bratsch. 6 haben wir schon. Schön. Meine Fresse, dass mir das auch keiner gesagt hat, dass das so elendst lange dauert. Das ist ja voll asozial. Natürlich gehen wir noch ein bisschen auf Diamantenjagd. So ist es ja nett. Wir haben ja nur... Wie viel haben wir jetzt, glaube ich, noch? Ich glaube, 6 Stück. Oder 5.
Ich weiß es nicht genau, Freunde. Das könnten auch nur noch 4 sein. Keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall viel zu wenig für meinen Geschmack. Und das gefällt mir gar nicht. Wir brauchen eindeutig mehr. Wir müssten mal so ein ganzes Haus aus diesen Materialien bauen. Das wäre auch geil. Wir nehmen noch ein bisschen was mit, ne? Das soll ja jetzt hier nicht so die bodenlose Verschwendung sein. Huch. Boah, wie schnell geht denn da mit Stein kaputt? Das ist ja geil. Da robbt man ja in 2 Minuten eine ganze, was weiß ich, eine ganze U-Bahn-Schacht aus oder so ein Scheiß. Das ist ja voll assi. Aber dafür können wir bald wenigstens runter in die Hölle gehen. Blablabla. Okay, ich spaß hier gerade voll ab, es tut mir leid. Keine Ahnung, was in mich gefahren ist, aber die würde ich gerne auch noch mitnehmen. Ist ja jetzt nicht so viel. Denn ich hab's nicht immer gerne so knapp. Ich hätte gern immer ein bisschen mehr, falls man sich verbaut oder sowas. Wobei, wir haben ja eh eine Diamantspitzhacke, ist eigentlich jetzt eh dumm Zombie? Eigentlich eh dumm gewesen von mir, dass ich sowas jetzt gesagt habe, aber scheiß drauf. Wo bist denn du, Opfer? Der scheint aber hier in der Nähe zu sein und mit ein bisschen Glück können wir hier sogar Dings finden. Ein... Hallo? Hört ihr das Geräusch? Das heißt, hier ist irgendwo eine riesen Höhle. Hm, Kohle. Wenn wir ein bisschen Glück haben, können wir sogar einen Monster-Spawner finden. Das wäre richtig geil. Also darüber würde ich mich so richtig, richtig freuen. Ich baue dann direkt einen Weg hier voll in die Höhle rein, das schwöre ich. Also zum Monster-Spawner. Ja, irgendwie ist hier gar nichts. Gut, dann halt nicht. Dann nehmen wir hier nochmal schnell die Kohle mit, damit wir auch ein bisschen Level erreichen. Ach, genau. Wir brauchen ja eh noch mehr, falls wir Dings so ein... Dings muss machen wollen, so ein Verzauberungstisch, wie auch immer die Scheiße heißt. Zum Glück haben wir ein Bücher mitgenommen. Ah, seht ihr, Freunde, deswegen habe ich die Bücher mitgenommen. Ich wusste natürlich genau, was ich damit will. Ja, dann sage ich mal ganz ehrlich, es tut mir leid, Freunde, aber 1, 2 sollten wir noch mitnehmen. Ja, 2. Komm, nehmen wir die 3 Stück einfach noch mit, scheiß drauf. Der Tommy hat zwar hier ein bisschen rumgemuckt, aber keine Ahnung, der lässt sich gar nicht blicken. Eben habe ich ihn gehört. Der scheint ziemlich nah zu sein. Irgendwie scheint er nah zu sein, aber ich sehe ihn nicht. Das ist ein Paradox an sich. Und die scheiß Creeper, die hört man auch nicht. Das ist ja noch das Allerschlimmste. Komm schon. Jetzt haben wir 16 Stück. Reicht eigentlich. 12 brauchen wir für Dings, für dieses Portal. Und 2, glaube ich, für diesen Zaubertisch. Aber gut, besser zu viel als zu wenig. Hier nehmen wir noch einen mit, falls wir 2 Zaubertische machen wollen und scheiß drauf jetzt. Ach, es würde ja schon für 2 reichen, ne? Okay, kommt, Abgang. Es ist genug des Guten, auf jeden Fall. Aber da ich ja so ein richtiges Arschloch bin und ihr mich trotzdem lieb habt, beziehungsweise ich euch auch lieb habe, obwohl ihr mich für ein Arschloch haltet, was ich übrigens sehr gemein finde, beende ich jetzt hier die Aufnahme und wir sehen uns in der nächsten Folge. Tüdelü!